Sexismus im Journalismus habe ich in Deutschland kaum erlebt, aber in meinem Heimatland schon. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich mit Journalismus in meinem Heimatland angefangen. Ich wollte Politikjournalismus machen, aber ich musste mit Mode und Fashion anfangen, wovon ich gar keine Ahnung hatte. Damals bestand die Politikabteilung meiner Zeitung zu 99% aus Männern. Doch ich habe es später geschafft, als Politikjournalistin dort zu arbeiten. Aber bei der Arbeit musste ich viele unangenehme Erfahrungen machen, die meine männlichen Kollegen nie erlebt haben. Ich wurde draußen öfter nicht wahrgenommen. Um Infos zu bekommen, wurde ich gefragt, ob ich den Interviewpartner zu Hause am Abend besuchen kann. Und das nur, weil ich eine Frau war. In Deutschland gibt es auch Sexismus im Journalismus in anderer Form. Auch hier das Geschlecht so oft eine Rolle bei der politischen Berichterstattung oder bei Sportreporterinnen. Damit muss Schluss sein.